Willkommen hier zurück auf diesem Kanal, heute aus einem sehr coolen Studio hier in Düsseldorf und zwar, wie man hier schon sehen kann, das Pandora, ein wunderschönes Tageslichtstudio. Ich schwenke mal eben kurz die Kamera. So, das ist hier quasi der Hauptbereich. Hier hat man richtig coole Accessoires, einmal einen Spiegel, da bin ich jetzt gerade. Oh nein, ich habe das abgebrochen. Ja, und da war Alex mal wieder zu schlau für die Technik, nicht. Und zwar ist das hier im Gewerbegebiet in Düsseldorf. Ziemlich gut zu erreichen, ob mit dem Auto oder mit der Bahn, gar kein Problem. Hier hat man noch ein wunderschönes Sofa, alles halt Tageslicht durchflutet und verschiedene Wände, die man vorziehen kann. Hier oben gibt es noch eine Empore, da klettern wir einfach mal hoch. Wenn wir hier die Treppe hinaufsteigen. Hier oben wird wahrscheinlich in Zukunft auch noch einiges kommen, aber eigentlich auch schon ganz cool. Hier hätte man Platz für ein Regenset oder für ein Bett oder was auch immer. Oder man stellt hier ein cooles Klavier hin oder einen Flügel. Hat auf jeden Fall super Spaß gemacht heute. Und mit wem ich heute hier bin, oder beziehungsweise war, wir sind nämlich jetzt schon durch, das zeige ich euch gleich. Das war nämlich die liebe Laura und die werdet ihr gleich auch nochmal kennenlernen. Bis gleich. Kennst du vielleicht auch von Instagram schon. Wie lange modelst du? Erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über dich. Wie lange modelst du schon? Was sind so deine Ziele, was das Modeln betrifft? Ja genau, ich model schon seit ich 13 bin und habe einen... Schon früh angefangen. Genau, habe einen Instagram-Account seitdem auch und habe bisher schon 600.000 Follower erreicht. Das ist schon eine Menge. Da fragen sich natürlich auch manche, wie hat sie das geschafft? Also wie kam es bei dir? Also ich meine, das ist ja schon eine große Zahl. Ja, eigentlich habe ich jeden Tag einfach Bilder gepostet, TikToks gepostet, genau, und so habe ich immer mehr Reichweite bekommen. So Stück für Stück, ne? Genau. Und was sagt dir deine Umgebung dazu? Du hast ja eine tolle Mutter, die ja auch gerade filmt, netterweise, die dich auch unterstützt, das hat man ja auch nicht immer. Ja, die begleitet sich immer überall hin, ne? Genau. Genau. Was steht so an so in nächster Zeit? In nächster Zeit werde ich höchstwahrscheinlich nach Korea fliegen. Boah. Genau. Weit, weit weg. Ja. Da musst du gut auf dich aufpassen auf jeden Fall. Klingt mega spannend und wir sehen die liebe Laura nämlich auch in Berlin auf der Fashion Week im September. Da freue ich mich auch schon drauf. Heute haben wir auch schon tolle Catwalk-Videos aufgenommen und das macht sich auch echt super. Und wir haben richtig tolle Fotos geschossen. Vielleicht sogar für die Publikation, wir werden es sehen. Ja, Laura, dann erstmal herzlichen Dank und wir hatten hier echt viel Spaß hier. Wie fandest du das Studio? War schön, oder? Ich fand es sehr schön. Viele Möglichkeiten. Genau. Viele Möglichkeiten auf relativ kleinem Raum, aber so klein ist es auch nicht. Man hat ja noch das Obergeschoss, da kommt ja noch irgendwie was. Und ja, dann herzlichen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, fand es interessant. Folgt auf jeden Fall der Laura. Wie heißt er auf Instagram? Laura.go2003. Perfekt. Auf Instagram, auf TikTok glaube ich auch. Ne? Genau. Perfekt. Dann schaut mal hier vorbei und herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.